Moin und herzlich willkommen zum 916. Rohstoff, Tagesausgabe der Formationstrader am Dienstag mittlerweile, oder? Jo, Dienstag, der 13. Januar 2015. Es ist so ein bisschen Good Old Days. Wenn Sie lange genug dabei sind, dann wissen Sie es. Früher habe ich ja diese Rohstoff-Tagesausgaben nicht selten erst nach Mitternacht gemacht und heute ist es ja schon wieder nach Mitternacht. Und der Grund ist, ich bin so ein bisschen lost in Translation oder wenn man es wirklich buchstäblich sagen will, ich bin so ein bisschen lost in Elektroschrott. Ich habe ja zwei Schreibtische. Auf dem einen mache ich meine Analysen und mache die Videos und auf dem anderen, da habe ich mein Positionsmanagement, schreibe ich meine E-Mails und mache meine Elektro, sehen Sie, ich bin da komplett durch, mache meine Umsatzsteuererklärung und so weiter und so fort. Nun stehen aber auf meinem Computer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rechner, davon 4 Notebooks und es sind diverse Monitore in diversen Größen, diverse iPads und Tablets, ich weiß nicht mal von welcher Firma und mehrere Handys, auch welche, die ich mir geliehen habe, weil ich nämlich unsere Webseite mir angucke und zwar an allen möglichen Browsern, Systemen und so weiter und so fort, damit die Darstellungen dann auch alle passen. Und wenn ich Ihnen von unserer Webseite erzähle, ich komme mir so ein bisschen vor wie diese Edelmetall-Gurus, die gesagt haben, ja, ich bin absolut überzeugt davon, die Rallye bei den Edelmetallen wird Ende 2012 auf jeden Fall weitergehen. Und dann haben sie Anfang 2013 und da wird es ausverkauft. Und dann ist es, ja, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, long zu gehen. Und dann wurde es nochmal ausverkauft. Und dann ist es Anfang 2014 kommt es, sie müssen nur die Optionsscheine ein bisschen nach hinten verlagern und so weiter und so fort. Und ja, in dem Zusammenhang, unsere Webseite wird wirklich kommen. Und ich hoffe, dass Ihre Option, warten Sie, ich zeige Sie. Warten Sie. Ich muss nur einmal kurz die Seite inkognito machen. Wir gehen nämlich durch die Hintertür rein. Wenn Sie nämlich auf unsere Seite gehen, formationstrader.de, dann sehen Sie das, dann klicken Sie da drauf und dann heißt es ja, im Januar geht es weiter. Aber in Wirklichkeit, ist, schauen Sie, es ist ja alles da. Also demnächst kriegen Sie die Asset-Analysen hier und wenn Sie irgendwo da draufklicken, dann kommen dann auch die Videos, so wie Sie das kennen und wir haben dann auch zum Beispiel, okay, die Lehrvideos werden noch nicht online sein. Das ist Teil 1 unseres Mentor-Programms. Dafür können Sie sich jetzt gesondert anmelden, damit Sie mal ein Gefühl bekommen, wie das ist. Das ist dann so kostenpflichtig, aber auch zum Beispiel unsere Triggerliste. Das sind alles so übersichtlicher, damit Sie auch schön genau erkennen können, wenn ich mal wieder einen Fehlmonat zurecht getradet habe oder auch über unser Mentor-Programm können Sie sich informieren. Also das ist ja alles schon da, aber es muss noch so ein bisschen eben, bestimmte Sachen müssen sichergestellt werden. Der ganz langen Rede und nutzlose Informationen sind, das ist der Grund, warum ich ein bisschen zu spät bin und das ist auch der Grund, warum diese Ausgabe vielleicht hallen könnte, denn es passt wirklich kein Diffusor mehr noch auf diesen Schreibtisch zwischen diesem ganzen Elektroschrott und Smog, was ich so um mich ausgebreitet habe. Der Blick auf Gold und Gold macht nach Freitag das höre hoch und das höhere tief. Wir haben eine Kaufformation in der Stochastik. Die K-Linie steigt, die D-Linie steigt. Das Momentum fängt an, sich ein bisschen zu erholen. Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier im Bereich einer trendbegrenzenden wichtigen Linie ist. Hier Widerstand und so weiter und so fort. Kennen Sie alles. Wenn Sie diese Ausgaben schauen und wenn wir das bullisch auflösen sollten, und so sah es dann ja auch am Freitag aus, und damit dann diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, potenziell Schulter-Kopf-Schulter, das hier nicht ganz sauber. Ansonsten wird es passen, aber das passt nicht so richtig. Wenn der dann weiter nach oben liefe, hätte er als nächstes die Nackenlinie dieser möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und auch die haben wir bullisch aufgelöst. Und wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass das hier durchaus wahrscheinlicher ist, falls Sie sich daran erinnern können. Denn wir hatten gesagt, jawohl, der Markt könnte zwar hier eine bärische K-Formation bilden, da sind wir auch noch drin, aber noch viel eminenter und vordergründiger ist eine Bullenflagge. Das ist die Stange und das ist die Flagge. Das ist eine Hauptbewegung, das ist die Konsolidierung der Hauptbewegung und das ist die Fortsetzung der Hauptbewegung. Jetzt würde man sagen, naja, also ganz viel Widerstand, bärische K-Formation, Shorten. Nein, Vorsicht. Stundenchart hat zwar eine Verkaufsformation, aber 4-Stunden-Chart, 6-Stunden-Chart, 8-Stunden-Chart, Tageschart bis hin zur Woche, alle Kaufformationen, alle zeigen nach oben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Stundenchart es schafft, die alle so in Zakatumst-Manier, so Zakatumski, so nach unten zu drücken, ist als gering einzustufen. Der Markt kann alles, der Markt darf alles, der Markt macht alles, was es will. Vor allen Dingen wissen wir auch gar nicht, was morgen für Nachrichten vielleicht reinkommen könnten. Nur rein technisch gesprochen ist das hier
trotz dieser möglichen bärischen Keilformation nicht der richtige Zeitpunkt, den Markt zu shorten. Auch wenn das hier zwischenzeitlich das Hoch abbilden sollte. Ich sage nicht, dass es passiert. Ich will Ihnen nur sagen, selbst wenn das hier das Hoch ist und der Markt nochmal meinetwegen in Richtung 1100, was weiß ich, auch zurückkommt, wir haben kein Setup, um den Markt zu shorten. Und wir traden nicht unsere Meinung, sondern wir traden das, was wir sehen. Und das, was wir sehen, ist, neben dieser möglichen bärischen Keilformation, ist ein Trendkanal. Hier, hier. Das heißt, wenn der Markt zurückkommt, dann findet er erstmal nochmal Unterstützung im Bereich der 1220. Das war hier Widerstand, dann wird es hier zur Unterstützung. Hier so in dem Bereich hätte der Markt Potenzial, wenn er zurückkommt. Dann sollte er nochmal eine Gegenbewegung haben. Und dann werden wir sehen, wie das denn so von Volumen aussieht und so weiter und so fort. Und vielleicht kommt er dann irgendwann mal runter, wenn er denn, Achtung, wenn er denn nicht nach oben durchläuft. Und ich weiß, so mancher sitzt dann zu Hause und denkt sich, ey, warum gucke ich mir jetzt dieses Video an? Wenn es nicht nach unten geht, dann geht es nach oben. Hahaha. Was soll ich mit dieser Info anfangen? Kann ich Ihnen sagen. Die Info ist, selbst wenn er nach unten geht, so wie wir den Markt analysieren, so wie wir den Markt handeln, die würden das nicht shoppen. Gibt es kein Setup. Weil die Zeiteinheiten alle nach oben zeigen. Und es ist nicht so, dass eine Zeiteinheit einen Sommer oder einen Winter macht, sondern die Gesamtkonstellation des Chartes macht einen Sommer oder einen Winter. Erstens. Zweitens, auch wenn das so ist, dass wir hier die Widerstände gebrochen haben, wir laufen in Widerstände. Wir laufen hier Unterstützung, Widerstand. Schauen Sie sich mal an, was beim letzten Mal passiert ist, als wir an diesen Widerstand reingekommen sind. Zakatumski. So, und wenn der so abverkauft wird, das interessiert mich nicht. So wenig Platz interessiert mich nicht. Dazu die 200-Tage-Linie interessiert mich nicht. Würde mich viel mehr interessieren, wenn der Markt jetzt so sofort da oben hinrennt und vielleicht noch so tut, als würde er jetzt durchrennen und wir denken, oh nein, wir haben es nicht gekriegt. Und dann kommt er so ganz langsam und gemütlich zurück. Bis wohin auch immer. Vielleicht macht er eine High Base. Nur, falls das wirklich eine inverse Schulterkopf-Schulterformation ist, denken Sie daran, Trendumkehrformationen werden von oben viel später, nicht so am nächsten Tag und nicht am übernächsten Tag, sondern viel später, nochmal 5 Tage später, 2 Wochen später, wie auch immer, werden, ist jetzt nicht empirisch bewiesen, es gibt auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, so wie ich denn die Charts sehe, zu 70-75% nochmal von oben getestet. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, wie läuft er nach oben. Scheitert er jetzt mit verdammt viel Volumen und kommt so ein Karacho zurück, dann würden wir auch sagen, oh, wir wollen noch ein bisschen warten, vielleicht kommt er auch nochmal bis hierhin. Oder wenn er so ganz langsam zurückkommt, dann könnte man auch vielleicht früher in den Markt reingehen. Diese Info wollen wir alles vom Chart. Und was ist, wenn der Markt eigentlich steigt? Was ist eigentlich, wenn man den hier kauft und es steigt und steigt und steigt und steigt und steigt und steigt und wir sind nicht mit dabei? Dann jubel ich gerne allen zu und sage, ich freue mich, dass der Markt steigt und ich freue mich, dass ihr Gewinne macht. Wir machen keine Gewinne, aber es ist auch okay für uns. Denn wir müssen nicht immer Gewinne machen, wir wollen nur unser System traden. Wir wollen immer wieder unser System durchdrücken. Ist wie beim Fußballspielen, ne? Also wir wollen unser System durchdrücken. Und wir haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, falls der Markt weiterläuft und nicht hier schon zurückkommt, dass er dann noch einmal auf das Dach aufsetzt. Ich hoffe, dass das einigermaßen nachvollziehbar aus edukativer Sicht erklärt ist, wie wir hier diese Marktsituation einschätzen. Unten nichts machen, nach oben auch nichts machen, erst wenn er zurückkommt, dann würde uns das interessieren. Und dann auch nicht, oh, erste Unterstützung sofort kaufen, sondern der muss Stärke zeigen. Dann muss der erstmal wieder anfangen, Stärke zu zeigen, dann würde uns das interessieren. Und wenn er durchrennt, dann jubeln wir zu und sagen, ich hoffe, dass ihr alle long seid. Wir sind es nicht. Wenn wir auf GDX schauen, GDX macht ja heute ein richtig schönes Zakatumski mit plus 3,77% und bricht aus. Wir hätten ja gesagt, das könnte hier ein Doppelboden sein. Aber wir hatten noch einen Trendkanal. Hier Unterstützung, hier Unterstützung, hier Unterstützung, dupliziert, Widerstand, Widerstand, Zakatumski durch. Kann man auch als eine Art Keil über die Stunde abbilden. Auch da ist er durchgegangen und auch noch mit Volumen. Sieht gut aus. Hat Potenzial. Hier sogar K und D-Linie umeinander geschlungen. Momentum zeigt nach oben. Ja, höheres Hoch wahrscheinlicher. Aber erinnert sich noch jemand hier? Widerstand, Widerstand, dann zur Unterstützung, dann hier Unterstützung, dann abverkauft worden. Erinnert sich noch irgendjemand an diese Kerze? Da hatte ich Ihnen gesagt, ja, es ist durchaus möglich, dass wir von dieser Kerze nochmal eine heftige Gegenbewegung machen. Dann haben wir tatsächlich innerhalb einer Stunde 10% gemacht. Und ich hatte Ihnen gesagt, Leute, jetzt könnte der Markt schon fertig sein und einen heftigen Ausverkauf nach unten sehen. Und wir haben damals die Silberminen geschortet, 10% in einer Stunde gestiegen. Schauen Sie sich das an, bam! So ausverkauft worden. Möchten Sie hier diesen Markt jetzt additiv auf der bullischen Seite kaufen? Ich möchte es nicht machen. Ich möchte diesen Markt hier nicht additiv auf der bullischen Seite kaufen, denn selbst wenn er hier durchgeht, was ich für unwahrscheinlich halte, weil
sehr viele Kleinanleger hier noch auf den Zug draufgesprungen sind, weil sie gedacht haben, oh, jetzt verpasse ich es. Und die warten darauf, ihre Position wieder glattzustellen. Erstens will ich nicht reingehen. Selbst wenn das nicht stimmt, was ich Ihnen sage, 200-Tage-Linie, will ich nicht reingehen. Interessiert mich nicht. Größere Widerstandszone, aber der Markt ist bullish. Gibt es nicht zu shorten, gibt es nicht additiv zu kaufen, gibt es nur noch Positionen laufen zu lassen. Man muss sagen, zum Beispiel AEM. Ne? Jedes Mal muss ich darüber nachdenken. Agnico Eagle Mine hatte ich Ihnen gezeigt. Schauen Sie sich das an. War durchgebrochen, sollte zurückkommen. Das Testen macht eine sehr schöne bullische Bewegung von knapp 10%. Schauen Sie sich das an, wie dieser Schatten ausverkauft wird mit der 200-Tage-Linie. Wir sind am Widerstand. Leider, im Moment ist das so meine Kunst. Zwischen zwei Aktien nehme ich immer eine und die, die ich nehme, die läuft dann nicht so gut. War New Gold, aber auch New Gold heute plus 3,7%. Zwischenzeitlich plus 7, irgendwas Prozent in der Nähe der horizontalen Widerstandszone, die abverkauft worden ist. Da war GDX genau am Widerstand. Ich hatte Ihnen gesagt, ich bin nicht ganz so glücklich mit unserem Einstieg, weil der vielleicht doch in einem Trendkanal läuft. Ich weiß es nach wie vor nicht, ob das eine Aussagekraft hat oder nicht. Und wir würden unser Stop-Loss anpassen. Und wenn der Markt nochmal nach oben kommt, will wir über einen Teilgewinn nachdenken. Haben wir gemacht. Und wir werden jetzt unser Stop-Loss nochmal anpassen. Und dann werden wir gucken, was der Markt denn uns so als nächstes bietet. Aber in der Nähe einer potenziellen Widerstandszone und der 200-Tage-Linie wollen wir nicht zu viel Risiko in den Markt gehen. Erstens. Zweitens hatte ich Ihnen am Freitag gesagt, und das möchte ich gerne wiederholen. Entscheidend ist, wenn der Markt anfängt, gegen dich zu laufen, nicht panisch reagieren, sondern das System weiter aufrechterhalten, versuchen immer das System weiter zu traden. Denn wenn man aus purer Angst einfach aus Positionen rausrennt, dann ist es ganz häufig so, dass man genau an der Unterstützung rausgeht. Oder wenn man einfach nur kauft, dann ist es ganz häufig so, dass man direkt am Widerstand kauft. Wichtig ist, dass du immer wieder dafür sorgst, deine Trades systematisch durchlaufen zu lassen. Und wenn du immer wieder das Gleiche machst, belohnt dich irgendwann mal der Markt. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen, manchmal quält er dich ganz schön lange. Entscheidend ist aber, wir Trader machen jeden Tag das Gleiche. Und das kann unheimlich langweilig sein, wenn es denn immer gleich wäre. Dadurch, dass der Markt aber gerne Haken schlägt, bleibt es immer spannend, auch wenn du immer wieder versuchst, das Gleiche zu machen. Bitte versuchen Sie auf jeden Fall, was Ihre Positionsgröße angeht, immer das Gleiche zu machen. Nämlich traden Sie mit einer vernünftigen Positionsgröße und bitte traden Sie es, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Morgen, nee, heute muss ich ja sagen, haben wir noch eine DAX-Ausgabe für Sie, eine Ausgabe zu den Einzelwerten. Sehen wir es für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und die Vorjahresausgabe fällt aus. Ich muss mich hier noch weiter mit dem Elektroschrott beschäftigen und mit unseren Grafikern. Diese Woche ist ein bisschen Zurückhaltung bei den Forexes angesagt. Bleibt mir nur noch Ihnen zu sagen, mein Name ist Hamedes Nachschari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen.